viele Wege führen nach Rom und so ist es auch hier beim Hechtvorfach. Jeder hat so seine Vorlieben. Der eine mag einfach nur ein durchgehendes Stück Hartmono, der andere ja ein konisch gezogenes Vorfach oder wie auch immer. Ich bin nach längerem Versuchen hier auf so ein verdrehtes Vorfach gekommen und ich zeige jetzt mal, wie das funktioniert. Zuerst brauchen wir natürlich monophile Schnur. Ich habe hier 040er. Dann eine Schere. Ein Gewicht. Wichtig. Klebeband. Und etwas zum Verdrallen. Ich habe hier so einen alten Ventilator umgebaut, oben ein Häkchen dran gemacht. Es geht aber auch genauso gut mit einem Akkuschraube, Bohrmaschine oder auch mit einem Dubbing-Twister. Ein Feuerzeug ist noch ganz hilfreich, um die Schnurenden anzuschmoren. Dann für das Tippet entweder Hartmono oder Stahl. Ich habe hier Flexonit. Das habe ich ganz gerne als Vorfachmaterial. Und zu guter Letzt solche Einhänger hier. Und die kann ich auch empfehlen, die gehen nicht auf, weder beim Wurf noch bei einem Drill oder Hechtbiss oder wie auch immer. Ich hatte schon andere, ja, die sind dann irgendwann aufgegangen während dem Werfen und das Trimmer war weg. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Außerdem passen die auch in die meisten Hakenösen. Ist auch ganz wichtig, dass man das versucht, bevor man die kauft oder erstmal ja guckt, weil nicht alle Karabiner passen auch in die Hakenösen. Gut, dann geht's los. Ein Klebestreifen klebe ich jetzt oben an meine Decke. Und damit wird dann das Vorfach an der Decke fixiert. Das fertige Vorfach hat ungefähr eine Länge von ja, so 2,20 Meter bis 2,50 Meter. Und ich länge mir jetzt hier erstmal ca. 3 Meter monophil ab. Also ca. 1 Meter bis 80 cm werden nicht verzwirbelt und das befestige ich jetzt hier am langen Ende an dem Klebestreifen an der Holzdecke. Das lange Ende mache ich jetzt eine Schlaufe und jetzt wird das lange Ende eingehängt und verzwirbelt. Dann wird es ein bisschen knifflig, jetzt muss man hier das Gewicht die gespannte und verdrehte Schnur einhängen, immer schön auf Zug lassen. Das andere Ende ganz oben anhalten und dann kann man das Gewicht loslassen und dann wird das verzwirbelt und los geht's.
ist der Teil, der nicht verdreht wurde. Und hier hinten ist dann der verdrehte Teil. Jetzt wird hier vorne einfach ein ganz normaler Überhandknoten noch reingemacht. Die Schlaufe wird dann abgeschnitten. Das überstehende Ende wird etwas angeschmort mit dem Feuerzeug. Und dann ist es schon fast fertig. Diese entstandene Schlaufe wird das Vorfach dann einfach eingeschlauft und ja, es ist kein störender Knoten. Man kann das Vorfach bis in die Ringe mit einziehen und da stört einfach gar nichts dann. Jetzt wird hier noch das Hartmono mit zwei Überhandknoten an das nicht vertrallte Ende geknotet. Die Enden wieder abschneiden. Kurz anschmoren mit dem Feuerzeug. Dann kommt hier vorne noch eine Schlaufe dran mit einem Perfection Loop und darin wird dann der Karabiner eingeschlauft. Dann ist das erste Vorfach fertig. In 90% der Fälle benutze ich Stahlvorfach, weil es einfach bissfester ist gegenüber Hartmono. Und wenn man jetzt Stahlvorfach verwendet, macht es Sinn, hier solche Überschübe nochmal über die Quetschhülse drüber zu machen. Weil durch das ständige Werfen kann es sein, dass dann hier am Ende der Quetschhülse das Stahlvorfach zu oft geknickt wird und dann auch irgendwann einfach abreißt. Und ja, das wird verhindert hier mit solchen Überschüben. Das kann man auch mit einem Silikonschlauch machen zum Beispiel. Einfach drüber und dann ja, wird diese Stelle entlastet. Auf der anderen Seite genauso. Yeah.